Ein Hiyotsuri, der ist schon mächtig in die Jahre gekommen, schon über 10 Jahre alt. Und man sieht hier an der Seite, er bekommt auch immer im Frühjahr zur Laichzeit, bekommt er diesen richtig heftigen Laichausschlag. Und das soll sich Makoto jetzt einfach mal anschauen, seine Meinung dazu geben. Der Laichausschlag verschwindet immer wieder. Also das ist weniger. Wirklich, genau, also der Besitzer sagt gerade, der verschwindet weniger. Das ist also wirklich etwas, das dann auch in der Nicht-Laichzeit vorhanden ist. Und darum soll sich's Makoto jetzt einfach mal anschauen. Dazu legen wir ihn jetzt auch in die Narkose. Das Narkosewasser können wir mehrfach verwenden. Melanie geht Makoto zur Hand. Das Angenehme an dieser Art der Behandlung ist wirklich, oder der Betäubung, dass der Fisch nachher während der Behandlung an sich gleich schon wieder zu sich kommen kann. Und das nimmt ihm natürlich auch wieder zu weit den Stress. Gell, Melanie? Ja. Das lacht. Wenn der Fisch schlafen gelegt wird, können wir uns mal die traumhaften Fische hier anschauen. Da hatten wir noch Regen, jetzt haben wir volle Sonne. Das ist zum Filmen auch nicht wirklich ideal. Schön bedeckter Himmel ist das Schönste. Ja, dann warten wir noch kurz, bis der Fisch schläft. Dann schalten wir wieder zu. Hier haben wir jetzt den Kandidaten Hiyotsuri. Auch hier geht jetzt Makoto mal her und schneidet die Flecken einfach weg. Wir sehen auch hier, das Skalpell wird sehr flach geführt, dass also nur wirklich die obersten Hautschichten abgetragen werden und jetzt keine Abtragung der Pigmente stattfindet. Auf der anderen Seite genau das gleiche. Shusui, das ist ein Problem. Also er sagt, Hiyotsuri und Shusui, die neigen da dazu. Das ist also eine Veranlagung, dass diese Varietäten haben. Und sie glauben gar nicht, wie viele Eigenarten es bei Koi gibt, die sich einfach über die Zucht so herauskristallisiert haben oder so verankert haben in einzelnen Blutlinien. Aber es, um es nochmal festzuhalten, es geht hier nicht um einen Schönheitseingriff, sondern aus solchen Geschichten können dann, also ich weiß jetzt nicht, ob da Hauttumore draus entstehen können. Wie würdest du das beurteilen, Melanie? Ja, ich denke eher bakterielle Infektionen. Mhm. Ne, wenn der Fisch sich dann an dieser Stelle unwohl fühlt, sich schuppelt. Ne, man sieht ja auch, dass das ein bisschen auch in der Mitte war, da auch eine leichte Rötung zu sehen bei diesen Veränderungen. Ne? Das heißt, es kann unter Umständen, wenn es dann aufplatzt und da fangen Bakterien ein, kann da schon eine bakterielle Infektion draus werden. Also siehst du es auch von medizinischer Seite aus für notwendig und vorteilhaft, das zu entfernen? Genau. Ne, man muss jetzt nur darauf achten, wenn das jetzt entfernt ist, die obere Schicht der Haut, dann ist natürlich das auch eine potenzielle Eintrittspforte für Bakterien, dass man dann die nächste Woche guckt, ob sich das entzündet. Ne, da muss man schon eventuell vielleicht auch noch eine Wundabdeckung drauf machen. Ne, wenn sie das zu Hause mal machen, dass sie auf jeden Fall Acht geben, dass sich da dann keine Infektion draus entwickelt. So, Makoto ist fertig. Der Fisch ist zu sich gekommen. So, obi rede, chotto shitani, mo chotto mundai arimasu. Hoka no kawa. Ah, kore tabu kone ga ureta. Ah, Sie kennen vielleicht diese Knubbel, die man oft an den Schwanzflossen sieht. Und Makoto sagt es gerade, dass es, wenn die Schwanzflosse mal gebrochen war, wenn der Knochen in der Mitte gebrochen war, dann gibt es da auch ein Gewebe. Wie Kallus? Heißt das denn? Knochenkallus. Knochen? Kallus. Oh, Knochenkallus. Und das geht in der Regel auch nicht mehr weg.
Das ist wie wenn bei Ihnen ein gebrochener Fuß unsauber zusammenwächst. Und der darf jetzt auch wieder zurück. Oh. So, als nächster Patient kommt ein Weltchampion, der Best in Variety Deutsche vor einigen Jahren auf der Shinkukai. Ein traumhaft schöner, dreifach abgestufter Deutsch-Sanke, der auch mit den, mit ein paar kleinen Stellen Hikui, das sind Hautveränderungen, die auf roter Haut vorkommen, roter Zeichnung vorkommen. Wir haben mit ein paar Hikui-Stellen zu kämpfen und da gilt auch ganz klar, je früher die behandelt werden, desto geringer ist die Chance, dass sie jetzt wie wild auf dem Koi zu wuchern beginnen. Und desto geringer ist die Chance, dass die nachher an dieser Stelle auch jetzt Farbverlust mit sich bringen. Aber ein bisschen schleift dauert es noch ein paar Minuten. So lange schalte ich nochmal ab. Sie sehen jetzt hier, wenn Sie ganz, ganz genau hinschauen, so da wo er jetzt gerade hin, wo ich jetzt gerade mit dem Finger hin sei, so da tut der Hikui, ne? Ja, also das vordere, so da war, guck mal, ich bin sehr gut, da wo ich jetzt mit dem Finger hin zeigt, das ist kein Hikui. Das ist einfach eine normale Haut-Schleimhaut-Geschichte, immer Hikui, Jubisaste. Das hier ist Hikui, also wenn Sie das sehen, das Hikui ist eigentlich von der Konsistenz sehr schwer. Man würde hier jetzt ein Makro brauchen. Er trägt es jetzt mal ab und zwar ist es dann orangefarben und geht auch relativ leicht zu entfernen. Und je früher Sie das machen, je nachhaltiger, desto besser ist es für die Schönheit Ihres Koi, desto langfristig, wie erwähnt, kein Schaden entsteht. Hier haben wir es auch ganz leicht, eine Schleimhautveränderung noch an der Rückenflosse. Das waren jetzt aber wirklich, oder? Da haben wir nochmal eine ganz kleine Stelle. Aber das ist jetzt wirklich Hikui im Anfangsstadium. Und da muss man sich an sich noch keinen Kopf machen. Einen Kopf muss man sich nur machen, wenn man es unbehandelt lässt. Schauen wir mal den Fisch mal in seiner gesamten Schönheit an. Schauen Sie sich mal das Schwarz an. Sensationell. Oder was? Der Schuppe? Schuppe ist nur der. Ich finde es ein leicht weißlich belegt. Was jetzt aber um die Jahreszeit auch nicht unbedingt viel zu bedeuten hat. Als nächstes kommt nochmal ein Weltchampion von der Shinkukai, ein Sakura-Preisgewinner, Goshki, der Traum eines Goshki von der Oyama-Koi-Farm. Da bleibt einem wirklich die Luft weg, wenn man den Koi sieht. Schleift auch noch nicht. Braucht auch noch eine Minute. Das ist der Traum eines Goshki. Der Kunde wollte ihn einfach mal angeschaut bekommen, weil auch seitlich die Haut hier im äußeren Bereich etwas hell aussieht. Aber Makoto meint auch, da muss man nichts machen. Aber schauen Sie sich einfach mal den Koi an. Der ist sensationell. Und Makoto wird ihn wahrscheinlich gleich unverrichteter Dinge wieder ins Becken zurücksetzen. Man könnte meinen gerade auch ein super attraktiver Fisch. Dann schauen wir mal hier. Das ist jetzt das rote Augenproblem, falls Sie davon schon mal was gehört haben. Ein Traum Kutschaku und der hat jetzt im Prinzip nichts anderes als Hikui aufs Auge bekommen. So, das war Hikui, ne? Ja. Also er hat das auf dem Auge, nimmer nanimo dekinai, ne? Also Makoto sagt, man könnte es jetzt ganz leicht abtragen, aber heilen kann man es nicht. Also das wird das jetzt das Problem nicht nachhaltig verbessern. Der Fisch kann mit einem Auge hervorragend leben. Und also zumindest sind so die Beobachtungen von anderen Fischen, die mit einem Auge unterwegs waren. Und das ist wirklich, wie gesagt, ein Problem, das auftreten kann. Oder das verstärkt dann auftritt, wenn
das Auge, das Erkrankte, schon immer rot war. Ja. Der kann so gar nicht. Das stimmt. Haben wir noch einen perfekten Zanke, 15 Jahre alt. Und der Kunde wollte einfach wissen, hier sind sie in einzelnen braun-grauen Fleck in der weißen Zeichnung. Der Kunde wollte wissen, ob das eine negative Veränderung ist, aber das ist nicht. Man konnte sagen, das ist einfach ein Altersfleck. Ansonsten für einen 15-jährigen Koi nach wie vor perfekt schön. Perfekt schön. Und da gibt es überhaupt gar nichts. Wunderbares Rot, tolles Schwarz, toller Körper. Passt alles. Schauen Sie mal den Koi an. Sensationell. Jetzt nochmal ein größeres Nibanden. Auch auf dem Showa, der ist jetzt ca. 6-7 Jahre alt. Und das ist noch etwas zu jung. Hikui. Entschuldigung. Und Makoto trägt es jetzt ganz leicht ab. Einfach auch, um wieder zu verhindern, dass da Größeres draus entsteht. Und abschließend zu diesem Blog, der sicherlich für viele interessant ist, vor allem für viele, die wertvolle Koi gekauft haben und den Wert ihrer Koi auch möglichst lange bewahren möchten, kann ich nur sagen, nehmen Sie sich ein-, zweimal im Jahr die Zeit, am besten noch mit einem Tierarzt zusammen. Die meisten Tierärzte können das sehr gut. Und nehmen Sie sich die Zeit und kümmern Sie sich um die Schönheit Ihrer Koi. Damit können Sie wirklich die Prozesse der Alterung und der Verschlechterung der Qualität, die können Sie deutlich reduzieren und verlangsamen. Und dann können Sie mit einem Koi statt 10 Jahre, dann vielleicht 15 Jahre oder noch viel länger Zeit haben. Im nächsten Blog zeigen wir Ihnen jetzt, wie man ein Kurzzeitbad Salz macht, und zwar mit diesem Gimmerin Showa.